Hey meine Lieben, willkommen zum neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen Tag. Ich weiß, es kommen in letzter Zeit ein bisschen häufiger Tags, aber ich mag Tags einfach super gerne und den habe ich gerade bei der Ishtar gesehen und ich dachte mir, den mache ich auch einfach mal mit. Es sind um die 40 Fragen, von daher fange ich am besten gleich mal an. Und vor allen Dingen, es sind ein bisschen außergewöhnliche Fragen. Also der Tag hat, glaube ich, gar keinen richtigen Namen. Sie hat es einfach ungewöhnliche Fragen genannt. Und ich denke, so mache ich das auch, weil es sind Fragen, wo ihr euch bestimmt fragt, wieso fragt ihr jemand? Ja, ich fange an. Erstens, auf einer Skala von 1 bis 5, wie sehr fürchtest du dich vor der Dunkelheit? Es kommt ganz darauf an, wo ich bin. Wenn ich jetzt in meinem Haus oder in meinem Zimmer bin, dann vielleicht 1 oder 2. Wenn ich aber irgendwo draußen bin auf einer Straße und die nächste Laterne steht 30 Meter entfernt, dann schon eher eine 5. Also dann drehe ich mich auch dauernd um und gucke, ob da irgendwas ist. Und jedes kleine Geräusch und so, das finde ich dann schon eher etwas gruselig und versuche ich auch zu vermeiden, irgendwie allein dann abends oder nachts halt auf einer Straße so zu laufen. So, ihr wisst, was ich meine. Zweitens, welche Person wirst du niemals treffen? Oh Gott, ja, da habe ich schon eine Promi-Person und zwar Marilyn Manson. Dieser Typ macht mir total Angst. Ich finde den echt nicht toll. Ich finde es schlimm, wenn ich den im Fernsehen sehe. Den will ich auch niemals in meinem Leben sehen und nichts natürlich gegen ihn, aber einfach, der ist überhaupt nicht meins und nee, muss ich wirklich nicht sehen. Was ist dein Lieblingswort? Ich habe, glaube ich, gar kein Lieblingswort. Also früher hat man sowas gesagt wie LOL und Roffel und so ein Scheiß. Aber nee, ich habe kein Lieblingswort. Wenn du ein Baum wärst, welcher Baum wärst du? Ich glaube, ich wäre so ein Apfelbaum, weil ich mag halt Äpfel super gerne. Und von daher, glaube ich, wäre ich ein einfacher Apfelbaum. Ja. Fünftens, als du diesen Morgen in den Spiegel geschaut hast, was war das Erste, das du gedacht hast? Ich dachte mir so, oh ja, Laura, du musst ja definitiv Haare waschen, denn sie waren ja relativ fettig und ja, da dachte ich mir, ich muss sie heute definitiv waschen. Welches Oberteil trägst du? Es ist ein ganz normales graues Oberteil von C&A. Siebtens, wie würdest du dich selbst bezeichnen? Das ist relativ schwierig, also ich finde es auch schwierig, mich selbst in einem Wort zu beschreiben, also... Aber generell würde ich mich als ruhig oder schüchtern bezeichnen meistens. Also das wirkt, glaube ich, vor der Kamera nicht ganz so stark. Aber im echten Leben bin ich doch eher so ein schüchterner Typ. Und ja, doch, ich würde mich als schüchtern bezeichnen. Was hast du letzte Nacht um Mitternacht gemacht? Geschlafen. Was war dein liebstes Alter bisher? Definitiv die Kindheit. Also gar kein direktes Alter, aber so eine Spalte zwischen... 8 bis 10, 11, sowas rum, war wirklich toll. Ich hatte wirklich eine super Kindheit und ich und meine Nachbarskinderfreunde damals haben einfach dann immer bei den Nachbarn geklingelt und haben dann gefragt, ja, komm, willst du, komm raus, wir spielen Fußball und so. Und wir hatten dann immer so eine ganze Mannschaft von 10, 12 Leuten und es hat so viel Spaß gemacht. Also wirklich, meine Kindheit war super. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt und da wünsche ich mir wirklich die Zeit zurück. Und vor allen Dingen habe ich auch sehr, sehr viel gespielt immer in meiner Kindheit. Und das, ja, das ist einfach für mich so... Ich weiß nicht, ich erinnere mich so gerne an die Kindheit zurück und ich wünschte, ich könnte einfach so Schnitt machen und wäre noch ein kleines Kind und ja, könnte das alles nochmal so durchleben. Es war wirklich super. Um ehrlich zu sein, auch besser als jetzt so das Leben ist, aber ja. Genau. Wo war ich denn jetzt? Zehntens. Wer hat dir zuletzt gesagt, dass er dich liebt? Meine beste Freundin. Ja. Wer ist dein größter Feind? Ich glaube, ich habe keinen Feind. Also ich bin generell eine Person, die relativ umgänglich ist und ich glaube, es könnte auch keine andere Person sagen, dass ich ihr Feind bin, weil ich tue niemandem was. Ich bin, wie gesagt, eher ein ruhiger, stillerer Typ. Ich bin nicht aufmüpfig oder so. Ich glaube, es gibt niemand, der einen Grund hätte, mich zu hassen oder sagen zu können, dass ich sein Feind wäre. Also von daher, also ich habe keinen größten Feind und ich hoffe auch nicht, dass ich irgendjemand ein Feind bin. Zwölftens, was ist dein momentaner Desktop-Hintergrund? Moment, ich schau gerade mal. Das ist ein Strand aus der Türkei. Also ich habe nämlich mich ein bisschen so für die Türkei interessiert mit Urlaub und so. Und da habe ich einen ganz, ganz tollen Strand gefunden und den habe ich einfach als Hintergrund. Oder war es einer aus Spanien? Spanien oder Türkei? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube Türkei. Genau. Was war der letzte Song, den du gehört hast? Das war Wild Wild Love von Pitbull und ich liebe es. Wie könnte es anders sein? Ich liebe Pitbull, wisst ihr ja schon. Und sein neues Lied ist einfach auch super. Es ist anders als die anderen Lieder. Es ist nicht mehr so ganz dieses R&B und so. Es hat auch noch einen anderen Touch drin, dadurch, dass noch so Mädels mitsingen. Aber ich finde es gut und es gefällt mir sehr. Und ja, das habe ich erst letztes gehört und gesungen und so. 14. Wem würdest du gerne einfach mal so richtig ins Gesicht schlagen?
Puh, es passt auch ein bisschen zu der Frage mit dem Feind. Wie schon gesagt, ich bin eine sehr ruhige Person und ich kann mich schon manchmal aufregen. Früher hätte ich gesagt, irgendwelchen Lehrern, die mich aufgeregt haben oder die unfair waren oder so. Aber ich habe keine Person, der ich wirklich ins Gesicht schlagen würde. Ich glaube, ich kann das auch nicht irgendwie so. Keine Ahnung, da bin ich echt nicht der Typ für. Wenn irgendjemand für einen Tag denn Sklave sein könnte, wer würde es sein und was müsste er tun? Gar nicht so einfach, diese Frage. Also, ich denke, es würde irgendjemand Männliches sein, aber ich könnte euch jetzt gar nicht direkt sagen, wer. Aber ich würde schon sagen, jemand Männliches und dann eben, ja, so ganz banale Sachen, mir dauernd was holen, weil ich einfach zu faul bin, selbst zu holen, dann, hol mir das mal und Butler, hol mir das. Und dann auch mit so einer Limo rumkutschiert zu werden und sowas. Ja, so Sachen irgendwie, so Star-Allüren würde ich mal sagen, sowas würde ich dann mein Sklave machen lassen. Was ist dein Lieblingskörperteil? Mein Lieblingskörperteil? Also jetzt an mir oder an anderen? Also an mir finde ich so mein Gesicht und meine Augen, meine Nase mag ich ganz gerne. Sowas, das mag ich ganz gern, ja. Wenn du für einen Tag das andere Geschlecht wärst, wie würdest du aussehen und was würdest du tun? Oh, ich glaube, ich würde wie Ian Somerhalder aussehen, denn ihr wisst, ich liebe ihn und für mich ist er so die Perfektion in einem Mann so irgendwie. Also ich meine, es gibt schon Männer, die noch geiler aussehen, wo ich mir so denke, so sabber. Aber bei ihm stimmt halt auch so das alles andere. Er ist einfach so rundum perfekt. Ich glaube, ich würde aussehen wollen wie Ian oder wie Pitbull. Das fände ich auch geil. Weil Pitbull hat halt auch so seinen ganz eigenen Sexappeal und ich fände es halt mal geil, so richtig beliebt zu sein bei den Frauen und so von denen vergöttert zu werden und wenn sie einem Unterwäsche auf die Bühne schmeißen, sowas fände ich mal wirklich cool. Und ja genau, da würde ich auch so Sachen machen, dass ich dann wirklich mal mir ein paar Mädels mit nach Hause nehme und ja, so Dinge, die dann halt Männer tun, ne? Bin ich denn jetzt 18? Hast du ein geheimes Talent und wenn ja, was? Nein, also ich glaube, mich kann man ziemlich gut als talentfrei bezeichnen. Ich habe irgendwie gar kein Talent, also nee, sorry. 19. Was ist eine Sache, vor der du Angst hast? Normalerweise würde ich sagen Spinnen, aber es ist, glaube ich, mehr eine Phobie als Angst. Also ich meine, das ist ja schon ähnlich, aber es ist, glaube ich, nicht das Gleiche, wenn man eine Phobie hat oder wenn man Angst vor was hat. Also Angst habe ich auf jeden Fall davor, enttäuscht zu werden und aber auch andere zu enttäuschen. Also ja, wenn ich den Erwartungen von anderen Leuten nicht gerecht werde, das beschäftigt mich auch immer ziemlich. Oder wenn ich denke, ich habe was falsch gemacht, sowas. Ja. 20. Du hast gerade ein Ticket bekommen, mit dem du überall auf der Welt hinreisen kannst, wo du willst. Wohin würde es gehen? Oh Gott, da gibt es sehr, sehr viele Plätze. Erstmal würde ich sagen in die USA und dann so alles Geile, was es in den USA gibt, abklappern. Und dann natürlich Schottland, habe ich schon mal erwähnt. Ich finde Schottland wunderschön und ich muss da unbedingt mal hin. Klar, sowas wie Afrika und Asien, so die Dinge reizen mich auch. Aber wenn es wirklich jetzt speziell was sein sollte, dann wirklich in die USA, nach New York, nach L.A. Das, was ich so, die typischen Mädchenträume einfach, die habe ich auch. Und ja, ich würde so eine Rundreise durch die USA machen. 21. Du entdeckst eine wunderschöne Insel, auf der du deine eigene Gesellschaft aufbauen kannst. Du machst die Regeln. Was wäre die erste Regel, die du aufstellst? Das ist gar nicht so einfach. Wenn ich jetzt eine eigene Insel habe und ich der Chef wäre und eigene Regeln hätte, dann würde ich, wenn ich der Chef wäre, würde ich halt wollen, dass alle das tun, was ich sage. Aber es soll vor allen Dingen demokratisch sein und ich will da nicht wie so ein Herrscher da allen Befehle geben oder so. Ich will, dass die Leute mich mögen auf jeden Fall. Und aber sonst irgendwie Regeln, also auf jeden Fall keine Gewalt, ganz wichtig, weil Gewalt ist scheiße, keine Drogen, so irgendwie sowas würde ich sagen, also keine so schlimmen Dinge, also eigentlich alles, was generell schon nicht gut ist, also ich habe da jetzt keine besonderen Wünsche oder Vorstellungen.
22 in deinem Haus brennt, heilige Scheiße, das steht hier so, du hast jetzt gerade mal genug Zeit, in dein Haus zurückzurennen und eine, was, und eine unbelebte Sache mitzunehmen. Keine Sorge, deine geliebten Menschen und Haustiere sind schon alle in Sicherheit. Welche Sache würdest du aus dem Haus, Moment, nächste Seite, aus dem brennenden Haus mitnehmen? Okay, Freunde, Familie und Haustiere sind safe. Ja, klingt jetzt relativ einfach, aber ich würde mein Handy mitnehmen. Ich würde meine Vampire Diaries DVDs mitnehmen, definitiv, weil das würde mir schon wehtun, wenn die verbrennen würden. Also Vampire Diaries würde ich mitnehmen. Ich glaube, ich würde auch meinen Ian-Kalender mitnehmen. Also ich habe ja einen Kalender von Bildern mit ihm und das würde mir auch wehtun, wenn die so verbrennen würden. Jetzt schaue ich mich gerade um. Also mein Schminkkram glaube ich eher nicht. Also wenn, dann vielleicht so ein, zwei Wimperntuschen, so die Day Are Real oder so, wo halt teuer waren. Aber ansonsten wäre das jetzt glaube ich nicht unbedingt das Erste, an was ich denken würde. Also ich schminke ist nicht das Wichtigste und ich glaube, ich würde eher so, ja, meine wichtigsten DVDs und mein Handy und sowas mitnehmen. 23. Du wurdest aus deinem Land gekickt, weil du durch die Zeit gereist bist und mit Stars geschlafen hast und Superkräfte hast. Ah, okay. Aber du kannst nun überall einreisen, wo du willst. Wo wäre das? Erstmal schon mal eine sehr komische Frage, aber ich find's cool, mit Stars geschlafen. Ja, dann hätte ich bestimmt mit Ian geschlafen. Okay, ich habe heute wieder sehr viele Ian in diesem Tag, aber sorry. Wenn ich überall hinreisen würde, das ergänzt eigentlich auch die Frage, die ja schon vorher war. Also ich würde definitiv in die USA reisen, ich würde nach Schottland reisen, ich würde durch China, Japan, Indonesien, die ganzen coolen südostasiatischen Länder und so reisen, weil mich das halt auch interessiert. Natürlich würde ich auch in Afrika eine Safari machen und so ganzes Zeug, also ja, genau. Was war dein letzter Traum, den du hattest? Oh ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe heute Nacht wirklich nicht gut geschlafen. Ich bin einmal um 2 aufgewacht, dann um 4 und dann irgendwann zwischendrin nochmal. Und ich habe total den Schrott geträumt. Ich habe geträumt, in meinem Schlafzimmer wären so Babykrokodile gewesen. Aber ich meine, die wären ja vielleicht noch ganz niedlich, aber die waren total eklig. Und ich weiß nicht, ich hätte total Schiss vor denen gehabt und wollte irgendwie immer nur weg. Und die wären halt super eklig und wären wie so Kakerlaken so da rumgekrabbelt. Und ja, das war wirklich widerlich. Und danach habe ich nochmal was geträumt. Ich sehe irgendwie nur noch, kennt ihr diese Seildinger, wo man sich dann auf so ein rundes Ding hockt und dann fährt man wie in so einer Seilbahn da so runter. Und sowas habe ich gemacht. Und da wären dann aber auch noch so andere Leute gewesen mit so komischen Viechern. Die eine hätte so einen Löwe dabei gehabt. Fragt mich nicht, ich träume generell total komisches Zeug. Wurdest du jemals ins Krankenhaus eingeliefert? Also nicht direkt eingeliefert. Es kam jetzt kein Krankenwagen vor meine Tür und hat mich mit so einer Liege da reingedingst und so. Das nicht. Aber ich war ja vor 4 Wochen erst im Krankenhaus. Also ja, ich war schon im Krankenhaus, aber ich wurde nicht direkt eingeliefert. Hast du jemals einen Schneemann gebaut? Ja, na klar. Also ich habe wirklich häufig Schneemann gebaut. Und ja, ich glaube den letzten so mit 12 oder so. Ja, ich glaube, da habe ich den letzten Schneemann gebaut. Welche Farben haben deine Socken? Meine Socken sind dunkelgrau. Eigentlich so wie mein Oberteil, war ich aber eher unbeabsichtigt. Bevorzugst du Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge? Das ist wirklich schwierig. Also ich überlege jetzt gerade, als ich auf Kreta war, war beides unheimlich schön. Also das war wirklich Hammer. Der Sonnenaufgang war halt noch so wirklich richtig schön rosa, schon fast pink und das sah richtig toll aus. Aber auch der Sonnenuntergang, es ist unvergleichlich. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde beides wunderschön. Hast du irgendwelche Narben? Ja, denn ich habe echt relativ viele Narben. Also ich habe hier, ich weiß nicht, wie gut man das immer in den Videos sehen kann, aber ich habe hier von dem Hundebiss meine Narbe und dann auch an der Schulter, hier habe ich auch eine Narbe von dem Hundebiss und dann habe ich noch, wobei das sind nicht direkt Narben, aber als ich im Krankenhaus war und meinen Blinddarm herausgemacht bekam, habe ich da halt 3 Schnitte gehabt, also hier im Unterleib, aber das sind jetzt nicht mehr richtig Narben, also das sieht man eigentlich fast gar nicht, aber so das richtige, sichtbarste Narbe ist die hier in meinem Gesicht, die lässt sich auch mit Make-up nicht ganz so gut abdecken und ja, stört mich aber inzwischen auch nicht, ich lebe damit jetzt schon fast 10 Jahre und ja, kann man auch nichts machen. Wenn du eine Sache an dir ändern könntest, welche wäre es? Charakter und Aussehen. Kommen wir mal ganz kurz, ja genau, zum Aussehen würde ich, fände ich natürlich schon gut, wenn ich die Narbe einfach so wegzaubern könnte. Und natürlich würde ich mich auch gern schlanker machen, so von einem auf den anderen Tag, so
was weiß ich, 10, 15 Kilo weniger oder sowas. Das wäre natürlich auch gut, wenn es so einfach ginge. Und ja, aber ansonsten... charakterlich. Ich denke immer sehr, sehr viel über Sachen nach. Also ich mache mich immer vorher total verrückt und bin vor Dingen mega aufgeregt und denke mir immer so, oh Gott, nein, das könnte alles schief gehen und so. Und denke dann auch immer gleich, was andere Menschen so über mich denken könnten. Und ja, sowas, das würde ich dann gern charakterlich bei mir ändern. Bist du zuverlässig? Definitiv. Also wenn ich sage, ich bin da, dann bin ich auch da. Und wenn ich sage, ich bin um 3 da, dann bin ich nicht um 3 da, sondern 5 Minuten vor 3. Und ich bin auf jeden Fall ein sehr, sehr zuverlässiger Mensch. Und das ist auch eine meiner größten Stärken, definitiv, mit Pünktlichkeit und Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit einfach. Man kann einfach immer auf mich zählen. Und das ist auch was, was mir sehr wichtig ist als Charaktereigenschaft. Und ja, genau. Wenn du dein Zukunfts-Ich eine Frage stellen könntest, welche wäre es? Das ist eine wirklich sehr, sehr schwierige Frage. Aber ich würde mein Zukunfts-Ich fragen, ob ich glücklich bin. Also, weil im Moment bin ich es eher nicht so. Also klar, an manchen Tagen schon, aber wenn man jetzt das Rundum-Paket sieht, bin ich eher unglücklich als glücklich. Und wenn ich jetzt mein Zukunfts-Ich fragen könnte, würde ich sie halt fragen, wie es ihr geht, ob sie jetzt glücklich ist, ob sie die Sachen erreicht hat, die sie erreichen wollte. Und ja, sowas auf jeden Fall. Bist du missgünstig? Oh, das kommt, glaube ich, sehr auf die Situation an. Also wenn es jetzt um meine Freunde oder meine Familie geht, überhaupt nicht. Aber natürlich, so ein bisschen neidisch ist man schon, gerade wenn ich Mieten kaufen wohne oder so sehe. Ich liebe diese Sendung, oh mein Gott. Das ist einfach echt total lustig auch gemacht. Und aber auch, ich gucke mir auch super gerne die ganzen Häuser dort an. Und da denke ich mir manchmal auch, wie viel Miete können die ausgeben, wenn die dann so sagen, ja, so 1600 Euro Miete oder 2500 Euro Miete. Ich denke mir so, what the fuck? Und ich bin auch noch so, das ist halt schon krass. Und da bin ich auch nicht wirklich missgünstig, aber ich frage mich einfach, also, ich weiß nicht, ich denke mir so, Alter, was verdienen die? Und da bin ich ja schon ein bisschen neidisch, wenn ich dann so sehe, boah, die haben voll das geile Bad und riesige Schlafzimmer, und ich würde eher sagen neidisch, aber nicht missgünstig, nee. Wenn du 2 Tiere vereinen könntest, um den Gesetzen der Natur zu trotzen, welches Tier würdest du schaffen? Ich würde mal sagen, ich nehme meine Lieblingstiere, und zwar Löwe. Und es ist gar nicht so einfach. Also Löwe ist generell meine Nummer 1 an Lieblingstieren. Und ich habe aber sehr, sehr viele Lieblingstiere an sich. Und ich würde sagen... Delfine. Stell dich mal einen Löwe und einen Delfin vor. So, weißt du, so ein Delfin mit so einem Delfinkörper und einem Löwenkopf und sowas, das wäre doch lustig, oder? Und dann so Löwentatzen, das finde ich lustig, ja. Ich würde ein Delfin und Löwe, Dello Löwe, Fino, nein, Fino Löw, keine Ahnung. Ja, vergesst einfach. Auf jeden Fall würde ich ein Löwe und einen Delfin kreuzen, das finde ich irgendwie cool. Was war die ungewöhnlichste Konversation, die du je hattest? Ich habe öfters mal ungewöhnlichste Konversation. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß jetzt wirklich keine direkt so als Beispiel, aber natürlich mal unterhält sich mal über komische Sachen oder über sehr intime Sachen auch mal. Die sind dann vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ja, sowas mache ich mit meinen Freundinnen, und dann ist es auch wiederum nicht so ungewöhnlich, weil ich hatte es auch gerade mit meiner Freundin letztens drüber. Ja, man ist erst so richtig beste Freundin, wenn man sich so wirklich intime Sachen erzählen kann. Und ja, also ich verstehe nicht, ja, ist egal, das wird jetzt schon wieder zu ausschweifend, aber ja, ich hatte auch schon ungewöhnliche Konversationen, aber ich habe jetzt kein ganz genaues Beispiel. Was war der schlimmste Haarschnitt oder Styling, das du je hattest? Schlimmster Haarschnitt hatte ich nicht wirklich, aber so, ich glaube Anfang 2012, da habe ich noch keine Videos gemacht, zum Glück, da sah ich nämlich sehr komisch aus. Da wollte ich meine Haare zu meiner normalen Haarfarbe färben. Habe dann so ein, ja, helles Braun, dunkelblond Gemisch da genommen. Und danach hatten meine Haare einen Grünstich. Und das war wirklich echt eklig und sah total scheiße aus. Und ja, genau, das sah wirklich nicht gut aus. Und das war so mein schlimmster Stylingfehler. Und seitdem färbe ich sie mir lieber blond, weil es sieht einfach schöner aus. Und ja, genau. Was wäre dein Traumauto? Och, endlich mal eine Frage, die ich so richtig toll beantworten kann. Und zwar ein BMW X3 oder X5. Also, ich liebe BMW. Oh mein Gott. Immer wenn ich irgendwo auf der Straße bin und BMW sehe, ich mir so, oh, ich will auch einen. Und ja, ich liebe BMW einfach total. Ich finde diese Autos wunderschön. Und sie haben so eine richtige, so...
ich weiß nicht, sie sind wie Ian Somerhalder nur in Form von einem Auto. Und es ist so, ja. Ihr denkt sicherlich auch, Alter, die redet doch nur über ein Auto. Aber ja, ich finde BMWs richtig geil. Okay, singst du unter der Dusche oder machst du andere ungewöhnliche Sachen unter der Dusche? Nee, also ich singe ganz normal. Ich tanze vielleicht ab und zu auch mal, wenn gerade was wirklich Gutes kommt. Aber ansonsten mache ich nichts, was nicht andere Menschen auch unter der Dusche machen. Glaubst du an Aliens? Nein, also Science Fiction ist sowas, was gar nicht in mein Hirn geht. Ich finde Science Fiction total schlimm. Ich kann mir sowas auch gar nicht angucken. Ich habe auch nie Star Wars und so ein Zeugs gesehen. So, ich interessiere mich zwar für Weltall und für das Ganze. Und ich glaube auch, dass es irgendwo noch andere Planeten gibt, auf denen möglicherweise Leben existiert, aber definitiv nicht so, wie Aliens dargestellt werden. An so einen Scheiß glaube ich definitiv nicht. Okay, was ist dein Lieblingsbuchstabe aus dem Alphabet? Naja, ich könnte jetzt ganz logisch L sagen, weil ich ja mit L anfange. Ich finde L eigentlich auch ganz schön, weil L ist ja Love und Liebe und so, ja, das ist ja schon mal schön. Und, was mag ich denn sonst noch? Ich finde S eigentlich auch ganz schön und ja, sowas irgendwie. Und B vielleicht für BMW, das finde ich auch noch gut. Genau, und dann hat die Ishtar noch eine Frage dazu getextet, wie auch immer. Wenn ihr für den Rest eures Lebens nur noch ein bestimmtes Outfit tragen könntet, welches wäre es? Das ist ziemlich schwierig, denn ich wechsle meine Outfits relativ häufig. Also ich habe nie was Besonderes an, sondern halt immer so lockere T-Shirts, so wie heute. Und ich habe auch wirklich kein Lieblingsoutfit und deswegen kann ich Ihre Frage leider nicht beantworten. Aber ich überlege mir schon die ganze Zeit, was ich für eine Frage da noch dazu dichten könnte. Aber es ist gar nicht so einfach, sich eine Frage einfallen zu lassen. Das ist wirklich nicht so einfach. Ich glaube, ich lasse es, bevor ich hier eine Minute rumsitze und mir das alles überlege und so. Und ja, das Video ist ja auch schon wieder lang genug geworden. Ihr wisst ja, ich bin Tex, ich rede einfach super gerne. Ich liebe es, Fragen zu beantworten. Und es macht mir einfach super viel Spaß. Und ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Wenn ja, dann schenkt mir doch einen Daumen nach oben. Und ja, ich freue mich immer auf eure Kommentare. Und ja, bitte, bitte, bitte schreibt mir Videowünsche in die Kommentare, bitte. Ich bin schon ziemlich flehend, ich weiß, aber ich brauche wirklich Videowünsche, weil ich nicht genau weiß, was ich noch so drehen soll. Ich habe zwar eine Idee, und zwar so meine Catrice-Lieblingsprodukte oder meine Essence-Lieblingsprodukte oder meine Maybelline-Lieblingsprodukte, sowas. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir das, dann weiß ich das. Wenn ihr was Besseres habt, dann schreibt mir das bitte auch, dann weiß ich das auch. Okay, dann bis zum nächsten Mal und ciao!